Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rex-Najuch. Manchmal stelle ich mir die Frage, was die wichtigste Frage im Leben ist. Oder was die wichtigsten Worte sein könnten. Und ich erinnere mich gut daran, dass ich mal glaubte, das Wichtigste wäre Liebe. Dann dachte ich, das Wichtigste wäre Hingabe. Und dann dachte ich, das Wichtigste wäre Offenheit. Und nichts davon hat zu dem geführt, was mich wirklich zufrieden gemacht hätte. Und eines Morgens, wie das so ist nach dem Duschen, hatte ich eine Idee. Und diese Idee war, die wichtigsten drei Worte in meinem Leben sind, was soll rauskommen? Das Leben ist voller großartiger Möglichkeiten. Und wir können, auch wenn wir routinemäßig 30 Jahre einen bestimmten Job schon tun, immer noch nach Herausforderungen oder Schönem suchen und es auch finden. Es geht also darum, dass ich bei jedem Projekt, das sich mir anbietet, immer die Frage habe, was soll rauskommen? Wie will ich mich am Ende fühlen? Will ich das Gefühl haben, ich bin etwas hinterhergejagt und habe es dann entweder geschafft oder nicht und bin dann entweder stolz oder auch nicht? Oder will ich das Gefühl haben, es soll sich zufrieden anfühlen? Es soll sich so anfühlen, dass ich einen guten Job gemacht habe, dass ich mein Bestes gegeben habe, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe das gegeben, was ich konnte. Und das führt mich zu einem Satz, den Dr. Seuss, der eigentlich als Kinderautor gilt, gesagt hat, der mich nachhaltig verfolgt und den ich versuche zu befolgen. Tu das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Und ich denke, das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die uns durch ein gutes Leben tragen können. Einverstanden zu sein mit dem, was wir sind und zu wissen, etwas anderes können wir gar nicht sein.